Soll uns der Schlag treffen, Schwester. Gut. Ich mag es, wenn die Burschen gehorsam sind. Wir werden wahrscheinlich erwischt, ist mir egal. Der Abt mag uns eh nicht. Friss Scheiße, Gernot. Mehr Holz brauche ich in nächster Zeit nicht. Wahrscheinlich wurden wir erwischt, aber von wem, keine Ahnung. Oder sie ist in Gefahr. Ich kann die Stöcke nicht nutzen. Die sind zu groß. Die müsste ich für mich zerkleinern. Wenn einfach so hast du die Manieren einer Edeldame. Klar, die Zeuge. Ja, machen wir. Ich brauche die richtige Seite in einer bestimmten Länge. Also zerbrech sie und vergesst die Überreste. Wo soll ich sie zerbrechen? Ich werde es wissen, wenn ich es sehe. Und jetzt hol dich, junger Mann. Wird das rot oder wie ist das? Ich denke, der hier ist in Ordnung. Na gut. Viel zu groß, ich brauche keine Keule, Schwachkopf. So ist er gut. Na gut. Ich denke, der hier ist in Ordnung. So fast zwei Handbreit. So. Ich denke, der hier ist in Ordnung. Ich denke, der hier ist in Ordnung. Jawohl. Na gut. Vielleicht seid ihr nützlicher als man vermuten möchte. Kommt jetzt und helft mir im Haus. Natürlich, geh voraus. Hier habe ich ein paar Andenken von Rannik. Die sind schief geraten und ich komme da nicht ran. Hänge sie vielleicht für mich auf, Andreas? Leicht genug. Und bitte seid vorsichtig mit meinen Bildern. Manche sind recht brüchig. Ich würde sie ungern wegen eurer Achtlosigkeit verlieren. Herr Jesus. Gott, man muss es ja echt mit Feingefühl machen. Andersrum, habe ich mir schon gedacht. So. Nicht zu schnell, einfach easy. So. Ne, andersrum. Es fehlen noch zwei sogar. Oder zwei müssen komplett aufgehangen werden. Könnt ihr wohl diese Papiere vom Tisch aufhängen? Ich komme da nicht ran. So, bitte. So sieht es doch vernünftiger aus. Danke, dass ihr die aufgehängt habt. Nur eines noch. Nehmt das Kreuz ab. Bist du dir da sicher? Jetzt widersprech mir nicht, Bursche. Na schon, wenn du dir sicher bist. Natürlich bin ich sicher. Ihr habt bisher getan, worum ich bat. Weshalb zögert ihr jetzt? Macht einfach. Ich vermute, sie wollte nicht, dass ich diesen Zettel aufhänge. Gedenke deines Mannes, des Schmerzes, den er dem Hiob gleich ertrug. Der rote Vogel fliegt. Matutine Kapitel. Woher kam dieser Zettel, Ottilia? Keine Ahnung, ich fand es auf dem Tisch in der Nacht von Rotvogel, vor Rotvogels Tod. Ich kann das kaum lesen.
Die Schrift ist so schnörkelig. Nehmt es halt, wenn ihr wollt. Mir bedeutet es nichts. Eine letzte Sache habe ich noch für euch. Wenn ihr wollt. Ein rechtliches Schreiben. Ihr müsst das für mich lesen. Die Schrift ist zu klein für meine alten Augen und ich kann eh nicht so gut lesen. Experte, was bayerisches Recht angeht, aber ich tue mein Bestes. Soll mir reichen. Lasst mich mal sehen. Standard-Einleitung. Dieses Dokument zeigt etc. etc. Da sind wir der Hauptteil des Schreibens. Ja. Die, oh Gott. Partei Kirsa, das Land. Franz Bauer. Die Liegenschaft bleibt. Gilt nur die festgelegte Pacht. Zahlt und der Erben hat die. Boah, das ist echt schwierig. Da steht, oh. Aufgrund des kürzlichen Todes von Rane Kemper, seines Mangels an Erben, deiner Unfähigkeit, Gebühren für das Land zu zahlen, dein Besitz fällt an die Kirche. Es tut mir leid, Ottilia. Dieser Teufel, dieses Ungeheuer ist alle Schuld vom Lorenz Rotvogel. Wäre am Leben, würde ich ihn selbst töten und soll er für Ewigkeit in der Hölle schmoren. Ein Hass auf die Kirche, wusstest du, dass das passieren wird? Pah, hältst du mich für dumm? Das musste so kommen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du mir sagst, was mit dem Baron war. Rannig war mein Mann, der hat den Rotfuß durch unser Land reiten. Was? Durch unser Land reiten erwischt. Und mit Recht gesagt, er soll verschwinden. Dabei hat der Baron meinen Rannig so geschlagen, dass er danach am Stock ging. Selbst zu atmen schmerzte ihn. Konnte nicht tief Luft holen, solange er lebte. Und das war nicht mehr lang. Gütiger Gott. Dieser Baron war die schlimmste Art von Mann, achtlos und grausam. Er wusste, dass er meinen Rannig prügeln konnte, wie er wollte, also tat er es. Wir waren für ihn nicht mal sowas wie Tiere, wir waren Dinge. Und ich wusste, dass nach Rannigs Tod die Kirche den mageren Rest nehmen würde, den ich habe. Der schrieb, ihr bestätigt das. All das wegen Lorenz Rotvogel. Du weißt, dass es ein ziemlich gutes Motiv ist, ihn dafür umzubringen. Du sagst selbst, du würdest es tun. Und du könntest, vielleicht hast du es ja schon. Endlich etwas Ehrlichkeit. Das war doch die ganze Zeit der wahre Grund für euren Besuch. Ich bin eine alte Frau, Andreas. Ich ächze vor Schmerz, wenn ich vom Bett zur Tür gehe. Wie könnte ich einen Mann ermorden, ja? Nicht, dass das wichtig wäre. Sicher werde ich die Schuld dafür bekommen. Genau wie für jede Triefnase und jedes abgetrennte Hufeisen. Die Leute im Ort können kaum erwarten, dass ich sterbe. Und die Geier im Kloster hassen mich dafür, dass ich sie verachte. Nichts davon spielte eine Rolle. Mich kümmert es nicht mehr, was mir geschieht. Danke für eure Hilfe, Bursche. Ihr seid der Einzige, der vorbeischaut, seit mein Rannig nicht mehr ist. Wisst ihr das? Jetzt raus mit euch. Ich muss mich hinlegen. Natürlich, es war mir eine Freude zu helfen. War es auch. Krass. Also Rannig war ja gar nicht so nett anscheinend. Aber klar, sie war zu alt. Aber wir wissen... Veronika und Heidi... was? Johann. Hey, Andreas. Wir sehen uns dann beim Spinnenkreis, Andreas. Ja. Okay. Oh. Andreas. Herrgott, da seid ihr ja. Bruder Wolfslauf, was ist denn los? Der Erzdiakon. Er ist früher gekommen als erwartet. Und er hat ein ganzes Gefolg dabei. Er befragt alle, die den Baron und Bruder Piero kannten. Ich habe ihm schon das Wenige gesagt, was ich weiß.
Er will morgen zur None mit euch sprechen. Er hat ausdrücklich nach euch verlangt. Sagt er warum? Es ist ja kein Geheimnis, dass ihr in der Stadt und in der Abtei herumgeschnüffelt und Dreck aufgewühlt habt. Ich hoffe, euer Schnüffelei war erfolgreich. Andernfalls ist Piero so gut wie tot. Aber die Zeit, die mir zur Verfügung steht, bestmöglich genutzt. Ich bin mir durchaus bewusst, was auf dem Spiel steht. Wenn ich nur ein paar Tage mehr zur Verfügung hätte. Was immer geschieht, Piero? Piero weiß, wie sehr ihr für seine Belange kämpft. Er ist euch sehr dankbar. Allerdings, Andreas, was gibt es da? Nun ja, ihr wisst so gut wie ich, dass der Baron kein guter Mensch war. Ich will damit nicht sagen, dass ihm ein gerechtes Schicksal ereilt hat, aber denkt gut darüber nach, was ihr dem Erzdiakon berichtet und über wen. Versteht ihr? Keine Sorge, ich habe nichts entdeckt, was euch in Bedrängnis bringt. Ihr habt es nicht getan, oder? Ich höre nicht um mich selbst. Tut mir leid. Wollte nicht laut werden. Das habt ihr nicht verdient. Ich will nur sagen, solltet ihr bei eurer Untersuchung etwas über eine gewisse Schwester gehört haben, so bitte ich euch, es für euch zu behalten. Um die Schwester zu schützen. Ich kann es nicht. So gut es geht. Mehr verlange ich nicht. Ich sollte nach Kirsau zurückkehren. Der Abt hat wahrscheinlich bereits einen Tobsuchtsanfall. Gehabt euch wohl, Andreas. Ich werde heute Abend für Pieros Errettung beten. Das solltet ihr auch tun. Okay. Also. Eine gewisse Schwester nicht erwähnen. Das riecht doch wieder nach Schwester. Habt ihr schon Pläne für das Abendessen, Andreas? Wollt ihr vielleicht zu mir und an Vater an den Tisch kommen? Das würde mich freuen. Dann mal los. Ah, nein! Ich wollte ins Kloster! Segne uns, o Herr, und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. 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 Aber dann gehen wir nach dem Komplett, also vielleicht geht's danach. Wie geht es dir heute, Vater? Meine Hände bringen mich um, mein Rücken auch. Gott verflucht, von meinen Knien will ich gar nicht anfangen. Wenn ich den Jungen hier am Tisch einen Rat geben darf, werdet niemals alt. Hoffentlich geht es euch bald besser. Über den Tod nachdenken, hoffentlich geht es euch bald besser. Für mich bringt wohl nur der Tod Erleichterung, das Schicksal der Bauern. Man altert viel zu früh. Seht euch nur meinen Jungen hier an. Er arbeitet zu viel, aber er hat keine Wahl. Gar keine, solange der Abt mir derart zusetzt. Habe ich erzählt, dass er jetzt von mir verlangt, das Dach auf seinem Haus zu erneuern? Ganz schön, kann ich nicht übel nehmen. Habt ihr das im Grund nicht gerade erst erneuert? Ja, und dabei habe ich mir gehörig die Schultern verrenkt. So wie diesen Mistkerl Gernot mich herumkommandiert, könnte man fast meinen, ich sei einer seiner Mönche. Okay, die haben einen guten Grund, das zu tun, ne? Er lässt einen schuften wie einen Hund und behauptet dann, er wäre zur Ehre Gottes. Das ist nicht recht. Aber die Abtei muss ja aber die Arbeit muss ja getan werden. Und dort ist der einzige Zimmermann in Tessing. Und Bauern brauchen keine Dächer? Warum sollten die verfluchte Abtei wichtiger sein als sie? Der Abt ist furchtbar, aber der Müller ist noch viel schlimmer. Dieser Arsch Lenhardt zieht uns seit Jahren mit der Mahlgebühr über den Tisch. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Ist er wirklich? Wir haben schon mit ihm gesprochen. Noch schlimmer, als ihr euch vorstellen könnt. Aber da ihr zu Gast seid, müsst ihr euch nicht lange mit ihm herumschlagen. Danke dem Herrn dafür. Stellt euch mal vor, euer einziges Einkommen im Jahr würde vom Weizen abhängen, den ihr im Sommer erntet. Der Müller entscheidet, wie viel es kostet, ihn zum Mehl zu mahlen. Und wenn es ein schlechtes Jahr war, wenn der Müller seine Gebühren erhöht, wenn es ein viel zu gutes Jahr war und es überall viel zu viel Mehl gibt und damit auch noch ein paar Pfennige zu verdienen. Die Bauern sind dem Wetter, der Kirche und dem Müller unterworfen. Auf die ersten beiden haben sie keinen Einfluss. Aber der Müller ist der Nachbar, ist ihr Nachbar. Er sieht, wie sie sich abmühen müssen. Er sollte ihnen helfen, aber Lenhard Müller will einfach nur immer mehr. Aus der Warte habe ich das noch gar nicht betrachtet. Wenn Gott es so will, wird Lenhard seine gerechte Strafe erhalten, in diesem oder in dem nächsten Leben.
könnte mir schon vorstellen, was Gott bevorzugen würde, was Otto bevorzugen würde. Ah, ihr werft mir doch wohl nicht unchristliches Verhalten vor, Meistermaler. Reden wir lieber über was Erfreuliches. Hast du beim Arbeiten eine Nonne gesehen, Otto? Vata. Jetzt bin ich gespannt. Ich erinnere mich, dass Cecilia immer ein rechter Augenschmutz war, als ich noch dort gearbeitet habe. Öfter Mutter Cecilia würde es gar nicht auffallen, wenn man über sie redet. Gar nicht gefallen, meine ich. Schenkt ihr den Nonnen öfter eure Aufmerksamkeit? Oh, ich schenke recht viele meiner Aufmerksamkeit, wo ich jetzt nicht mehr arbeiten kann. Mit vielen in der Welt zu sehen, auch Nonnen. Ich habe selbst auch schon ein paar Nonnen gesehen. Da oben leben noch andere hübsche Schwestern. Manchmal fallen sie dem falschen Mann ins Auge. Schlimm, was da vor einiger Zeit passiert ist. Ich bin froh, dass sie zurückgekommen ist. Was ist passiert? Welche Schwester? Eine traurige Geschichte, über die wir nicht sprechen sollten. Vor allem, da wir eigentlich nichts Genaues wissen. Mutter Cecilia würde es wissen, es euch aber wahrscheinlich nicht sagen. Eine hübsche Frau, diese Cecilia. Ich wette, dass sie unter ihrem großen Schleier jede Menge Geheimnisse verbirgt. Sie deutete an, dass der Baron vor Jahren einer Schwester Leid zugefügt hatte. Sonst hat sie mir nichts erzählt. Das passt. Sie will wahrscheinlich keines der schmutzigen Geheimnisse der Abtei in die Welt hinaustragen. Ich glaube, sie weiß über den Tod des Barons. Sie hält ein wachsames Auge auf diese Abtei, so viel ist sicher. Dort passiert kaum etwas, von dem sie nichts weiß. Wenn ihr alle Geheimnisse von erfahren wollt, solltet ihr dem Spinnenkreis einen Besuch abstatten. Alle Fantastiken erfahren wollt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Oh, dieses Geplapper. Man hört ihr Kichern bis hierher. Man hat mich zum Spinnenkreis eingeladen. Soll ich hingehen? Natürlich, wenn euch das interessiert. Mir bereitet das immer großes Vergnügen. Wahrscheinlich, weil Eva auch dort ist. Das schadet jedenfalls nicht. Otto, ich lege mich mal hin. Du sagst dann bitte unserem Freund hier leb wohl, ja. Verzeiht Andreas, der alte Mann braucht seine Ruhe. Erholt euch gut, Otto. Natürlich, danke für die Gastfreundschaft. Ja, natürlich. Okay. Also, ich bin nicht sicher, ob die Zeit bis kurz nach dem Komplett weitergeht. Aber, naja. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich will in diese Bibliothek nochmal. Irgendwie will ich da rein. Wir müssen in die Kirche, ne? Nicht ins Lokvarium, aber egal. Wir gehen über das Lokvarium. Über. Oh. Mist, mein Tür ist jetzt die Karte der Abtei. Wenn er mich sieht, wird er mich rausschmeißen. Ich darf nicht gesehen werden, bis er eingeschlafen ist. Nur gut, dass er schlecht sagt. Okay. Er geht. Sehr schön. Zirkator ist der hier quasi bestraft, mehr oder weniger. Ich muss eh in die Krypta, alles gut. Jetzt ist es nach der Komplett, jetzt können wir hier auch... Wenn ich das Treppchen aufgehe, wird es etwas dauern, die Aufzeichnung zu finden, die ich benötige. Ich werde morgen früh weniger Zeit haben, wenn ich jetzt nicht umkehre. Ich betrete die Bibliothek, es geht nicht anders. Also. Was ist das? Der Herbis Cambriae. Der Autor ist Catfellus von Salopia. Er kommt mir nicht bekannt vor. Beifuß und Mäusedorn. Ich weiß nicht, was ihre Wirkung ist, aber sie klingen besonders. Ein wunderschön bebildertes Buch. Der Autor scheint aus eigener Erfahrung zu berichten. Ein wundervolles Juwel für die Abtei. Kann man... Was kann ich denn jetzt hier machen? Hallo?
es gibt ein... Was haben wir denn hier? Ein Bifolium aus einem längeren Text. Die Mysteria Astra. Das sagt mir nichts. Anscheinend eine Art astronomischer Text. Sie scheint unvollständig zu sein. Erklärt aber die Verbindung zwischen den astrologischen Zeichen und Elementen und die Beziehung zur Alchemie. Da oben. Jedes Zeichen wird von einem der vier Elemente bestimmt. Krebs, Skorpion, Fische sind die Wasserzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau, die Erdzeichen und so weiter. Hier endet der Text. Auf der nächsten Seite steht etwas ganz anderes. Schwester Illuminata versucht wohl, den größeren Text wiederherzustellen. Diese beiden Seiten waren recht interessant, aber auch sehr grundlegend.